auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Björn ist gut ausgekommen. Ist da mit dem Kopf. Und dann give it up. Was ist OKH? MC Chop. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. No, well, if it isn't Mr. Peanut again. Oh, here we go. Two laps down. Then CMS Racing recruit. Ja, hallo liebe Simracing und Motorsportfreunde und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zum Saisonauftakt der Sunday Grand Prix Series. Natürlich ist unser frisch gekrönter Champion Björn aufgestiegen in die Top-Liga. Deswegen werden wir heute leider nicht in unserem Speziellen. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Tommy am Start. Wir haben den Ben dabei und unseren Bayern. Leider Wolfram und Adam heute nicht dabei. Nichtsdestotrotz verspricht das heute so einiges. Wir sind in Watkins Glen in Amerika zu Gast. Da bin ich mal gespannt, was unsere Jungs heute hier so bringen. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. I'm pretty confident we'll be in bottom split with you, Byron. Yeah. I'm guessing... I'll definitely be bottom split. Number 8, I'm guessing. Number 50. Oh, I reckon. Ben, you have more I rating than me. Oh, I'm number 5, oh my goodness. Oh yes, I'm number 6. You got my number, Ben. I'm 23rd, so I'm in top split. Yeah. You've made it. See you later. But it's a last. All the best. Alles Gute. Yeah. Best of luck to you, Björn. Björn's got nothing to lose, really, being that number. Björn is in first split. Yeah. Actually, there's not 24, so he's literally the last guy, isn't he? Yeah, he is. Oh, I was two off on number 17. So, Thomas is. Thomas Bakht Fei, I don't know the guy. Lenz is here. Tamás ist ein F2-Champion der Saison 4-22. Thomas, der Kleber ist da. Kleber. Kleber is, it's a funny name for us German, because it, Kleber is glue. Thomas Willerhausen, okay. Oh yeah, he's, I was speaking to him, he's called Evil Tech in chat, his nickname, and he's Swedish, I think. He's a good guy. Yeah, from Scandinavia. Okay, so let's try hard and get good quality. Oh, Mike, you've been unlucky, because you're so fast, you've just been a bit unlucky, I think. Okay. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir heute also mal wieder in Watkins Glen zu Gast. Das Auftaktrennen der neuen Saison. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Die Qualifying Session hat jetzt begonnen und da schauen wir mal, was unsere Jungs so leisten können heute. Bright light shines on my apologies. Yes, Tango Saps, what are you going to tell me? Oh, und da schmeißt Martin Reisman schon mal die Quali weg. Okay, thank you. Und auch hier Tim Showcraft. Uiuiui, das war viel zu schnell. Einschlag in der Mauer, Feierabend. Und da kommen jetzt auch die ersten Zeiten rein. Aktuell Rodrigo Miranda auf Pole vor Andrew S. Thomas. This is a bit of an excuse, but I haven't used this setup before. It's qualifying anyway. What if I should have used the race setup? Und da setzt sich jetzt Tommy mit seiner ersten Runde auf die Pole. This won't be a 34 for sure. Ah, das Problem ist letzte Kurve. Das heißt, die nächste Runde ist, also diese Runde ist auch schon versaut. Oh, und da hat auch Ben gerade den Quersteher und muss dann auf die zweite Runde schauen. Und da hat sich vorläufig Tamás Bakht Fei auf die Pole Position geschoben.
Ja, boah, ich hab 4/10 verloren. Aktuell hat sich Rodrigo Miranda an die Spitze gesetzt vor John Stevens. Tommy jetzt hier Top-Zeit. P2 top. Nice lap. John Stevens auf 3 und Tamás Bartfaj auf 4. Aktuell Andrew S. Thomas auf 5. Oh, a beer. Oh, didn't even realize. Was too busy getting my race set uploaded. It felt alright. I probably could have gone better had I got my tires heated up a bit quicker. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Martin. Und da kommt jetzt auch Ben als einer der Letzten zum zweiten Mal Richtung Ziellinie. Schauen wir mal, ob er sich nochmal verbessern kann. Zweiter Platz. Irgendwas stimmt schon wieder nicht mit meinen Overlays hier. Der Martin war heute mit mir Eislaufen. He was, Martin was also with his son in the ice rink. Ah, oh, Ben P6. Unser Ben ist noch auf die 6. Position nach vorn gefahren. Sehr gute Ausgangsposition fürs Rennen nachher. Bayern startet von Position 11. Das ist auch gar nicht so schlecht. There was an update for the race lab. And right now some things are not working properly. Race fuel. Yes, thank you. Thank you guys. Oh, P3. Okay, geil. Oh, well done, Tommy. Oh, ja. Miguel Morland messed up. I think he was the favorite in this race, but he messed up the quali. Yeah, Bjorn just pushed him into the split too. He missed his broadcast race. I don't know if he'll be happy about that. Ben on P6, Keith on behind you, Manning Grinnen P8, Robert Simpkins P9, and Jason Krakowiak P10, Byron P11, and Kleber is behind you. Kleber. He clapped behind you. He'll be behind you, stuck to you like glue. Yeah, let's hope I can get away from the glue. P3 is good for victory. But there are 24 laps to go until victory. Yeah. 24 laps to kill the enemies. Whew, thank you, guys. Oh, this is going to be interesting. May the force be with you guys. Letztendlich John Stevens auf Pole. Good luck, everyone. P2, Rodrigo Miranda. Okay. Auf 3 haben wir unseren Tommy und auf 4 Tamás Bartfaj. Good luck, Tommy. Good luck, Ben. Andrew S. Thomas startet von 5 und unser Ben Summers von P6. Lotus 79 here at Spears also in the race. Week one, so 24 laps of Watkins Glen. Da fehlt nur noch unser Tommy in der Startaufstellung, dann müsste das auch gleich losgehen hier. Okay. Starting P6. So. I think all are waiting for me. Spear in this one as well. Should I join? Nur noch wenige Sekunden und dann wird die neue Saison eröffnet. Wait for one car to grid. Da bin ich schon mal ganz gespannt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd beginnt. Die neue Saison ist gestartet. Start from the P1, dear. Oh nein, massiver Startunfall im Hinterfeld. Come on, guys! Fuck's sake! Oh nein, ich glaube, Robert Simkitz hat sie erwischt und auch unseren Bayern. So hatten wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Goddamn Idiots! Das werden wir uns dann gleich nochmal anschauen. Erst war hier im Rennen Jason Krakowiak, greift hier die Turner an, der kann sich da aber zur Wehr setzen. Und auch ganz vorne gibt es schon die ersten Angriffe. Wir sehen es hier vorne, Tamás Bartfaj kämpft hier mit unserem Tommy, während im Mittelfeld hier so einiges durcheinander geraten ist. Wir sehen es hier. Ich glaube, der Auslöser von dem Unfall war Andrew S. Thomas. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Unser Bayern scheint beim Startunfall nochmal glimpflich davon gekommen zu sein. Tamás has a very fast setup. Careful, Ben. Wow. Who hit me? Robert Simpkins and Andrew S. Thomas. Maybe they had a bad day. Slow in the corners. Yeah. To start this car, it's so easy. Yeah? But car, if you know how, bomb. Ay. So Andrew S. Thomas. He take out Keith, three guys. Keith Ingram also died, I think. A new name. Yep. Ein denkbar ungünstiger Start in die neue Saison für unseren Robert. Das tut mir echt leid, aber auch für Andrew S. Thomas. Er hat das bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Jetzt erstmal hier vorne John Stevens in Front vor Rodrigo Miranda und Tommy auch super ins Rennen gestartet auf P3, kann Tamás Bartfaj in Schach halten. Unser Ben liegt aktuell auf dem 5. Platz.
Er wird verfolgt von Keith Turner auf P6. Auf P7 haben wir Manning Grinnen. Auf P8 dahinter Jason Krakowiak. Auf P9 Miguel Moorland. Und auf dem 10. Platz Tim Showcraft. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. I'd love to know who plowed into the back of me at the grid. Oh, I need draft. Death everywhere. Lance Simon here. Oh, lap one here, Mr. Coca-Cola. Oh dear. Spear. Oh, Spear kills himself. He throw away his rear spoiler. So bam. Yeah. Oh, and also a broken suspension. Ah, ja. Ach schade, da haben wir mit Lance Simon auch schon den nächsten verloren. Unser Bayern kämpft hier mit Russell Hamilton um die Position, kann sich da auch durchsetzen. Und direkt hinterm Bayern geht auch Kleber Botaro Mora an Russell Hamilton vorbei. Damit ist unser Bayern schon wieder in den Top 15 angekommen. So many newbies. Und während Bayern versucht, sich jetzt wieder nach vorn zu kämpfen, hatten wir schon wieder den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt anschauen müssen. Da schalten wir direkt mal hin. Martin Riesman, okay. What? Oh no, oh dear. The problem is the guy in front of him. I think he is a standing tire, and then yeah, Martin crashed him. Oh dear, what the fuck! And oh again, oh dear, oh. And after 20 meters, Keith loses his car again. Oh, ich glaube, da scheinen wir heute so einige ein bisschen übermotiviert. Zum Glück unser Tommy davon nicht betroffen. Ganz vorn John Stevens fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen und kann sich vom Feld schon absetzen. 2,5 Sekunden Vorsprung auf Rodrigo Miranda, der direkt verfolgt wird von unserem Tommy. Auch den Windschatten von vorne, so damit der Typ hinter mir mich nicht einholt. Ja. The guy in front is half a second faster than you, Tommy. Oh. Tommy, Rodrigo und Tamás kämpfen hier um P2, während sich John da Zehntel für Zehntel absetzen kann. Von hinten guckt sich das unser Ben aus der Logenposition an. Rodrigo Miranda. Sounds like a... Limo. Miranda ist ein Limo. Lemonade. Rodrigo Miranda ist neben John Stevens auch ein neuer Name für uns hier bei BTR TV. Während Tamás Bartfei früher schon mal hier mitgefahren ist und in der Saison 4 2022 sogar den F2-Titel geholt hat, also ein former Champion. Und er ist hier bei seinem Comeback auch sofort wieder bei der Musik dabei, Hut ab. Ein super Start für Tommy und Ben hier in die neue Saison heute. Hier hinten auf P16, Scott Coder, ist auch ein Name, den ich heute hier zum ersten Mal höre. 600er i-Rating, das wird wohl Neuling sein. Ist eben gerade an Don Runkle vorbeigegangen. Okay, 1.0 seconds, the guy behind me. Hinter Don Runkle auf P18, Thomas Willershausen, das ist auch ein Name, den ich heute hier zum ersten Mal höre. Watkins Glen in the Classic Lotus Series, the Lotus 79. Hier vorne alles unverändert. John Stevens, 2 Sekunden vor Rodrigo Miranda. Und während Ben wie immer seine Zuschauer wunderbar hier unterhält, während er Rennen fährt, hatten wir im Hinterfeld den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Martin Reisman, ja, with a damaged car. Ah ja, okay. Oh, now cook your tires. Oh dear. Martin smoke. Yeah, he came from Netherlands. That's why he smoked. Auch ein mehr als suboptimaler Start in die Saison für unseren Martin Reisman. Miguel Moorland liegt aktuell auf dem 9. Platz. Er musste ja von ganz hinten losfahren, nachdem er die Qualifikation versemmelt hat. Tim Showcraft P10, Fabrice Forgeot P11 und Seth Dalton P12 sind auch Namen, die ich heute das erste Mal höre. Und hinterm Seth unser Bayern inzwischen auf P13 angekommen. Direkt hinter ihm Kleber Botaro Mora. Bayern, you are 1 second faster than the guy in front of you. Und ihr habt es eben gehört, Bayern ist auf dem Weg nach vorn. Da haben wir heute zum Saisonauftakt so einige neue Namen hier im Rennen. Und ihr habt es gerade gehört, auch Ben steht da unter Druck von Keith Turner, der direkt hinter ihm liegt. Und ich denke mal, auch Miguel Moorland als einer der schnellsten hier im Feld wird da noch ein Stück nach vorn kommen. The same lap times. Good chat. Yeah.
3 and 4. We won also. Wir befinden uns in Runde 5 von 24 und hier vorne scheint die Position erstmal gefestigt. Während Ben da angegriffen wird von Keith Hörner, der geht da innen durch, sauber gemacht. Da hat Ben aber auch mitgespielt, weil er weiß, dass Keith da eine höhere Pace drauf hat. Und auch direkt hinterm Ben gab es jetzt den nächsten Zweikampf. Manning Grinnen und Jason Krakowiak kämpfen da um P7. It's possible if you have less wing, that your tires are worn out faster. Let's hope. No, it's a series, classic Lotus series. This is split number 2. The curb of death is going to get you. Split 1, top split, is actually forecast by GRSC or something. Rodrigo make a mistake. He was careful on the curb, so he loses some tenths of the seconds. Ihr habt gerade gehört, Rodrigo hat einen kleinen Fahrfehler gemacht und schon ist Tommy wieder dran. Das wird jetzt einen heißen Tanz geben. Yeah, it makes a change, isn't it? Denn Tamás Bartfaj direkt hinterm Tommy ist da auch noch mit von der Partie und will da bestimmt auch noch mit aufs Podium. Ein hammermäßig starker Beginn von unserem Tommy heute hier in die neue Saison. Wow, das komplette Kontrastprogramm dazu, unser Robert, der direkt am Start schon wieder mal aus dem Rennen gerissen wurde, obwohl er gar nichts dafür konnte. Robert entwickelt sich hier immer mehr zum absoluten Pechvogel der Serie. Und trotzdem ist er hier nach Reparaturstopp als letzter wieder rausgefahren, um das Rennen vernünftig zu beenden. Eine sehr, sehr schöne Einstellung. Hier haben wir mal Thomas Willershausen im Bild. Ein Neuling in der Serie, denke ich mal. Hat noch nicht ganz die Pace, um vorne mitzugehen. Fährt hier aber ein absolut sauberes und fehlerfreies Rennen. Wir haben jetzt gerade mal ein Viertel des Rennens absolviert, also hat er noch genug Zeit. Ich schätze mal, da werden auch nicht alle vorne ins Ziel kommen. Oh, come on, come on. Und Tommy setzt jetzt hier an, um an Rodrigo Miranda vorbeizugehen. Okay. Außenrum, top gemacht. Da hat Rodrigo aber auch fair mitgespielt. Oh no, if you let me by. Allerdings denke ich mal, hat er Rodrigo noch lange nicht aufgesteckt. Don't think so. Durch den Zweikampf hier kann sich natürlich John Stevens vorne immer mehr absetzen. Der Abstand beträgt jetzt schon 2,5 Sekunden. Oh, Robert Simpkins. Robert was the one who made the mistake in the on the start. Okay. Yeah. Tell him how. Try and tell him it's hard. It's not the easiest job, but it's not too bad. Once you get the handle of it. I had to lift a little bit because I didn't know what he will do. My setup has more downforce, so if I stay. Tommy und Rodrigo, das Duell um P2 geht in die nächste Runde. Alter Verwalter, du sagst es. Tommy, you know I'm an old man. Ein ganz starkes Überholmanöver hier von Rodrigo Miranda in den SS. Tommy setzt er jetzt hier auf der Backstraight zum Gegenangriff an und da mischt sich auch Tamás Bartfaj mit ein. Ein bärenstarker Dreikampf hier um P2, der natürlich John Stevens in die Karten spielt, der sich vorne immer mehr absetzen kann. Inzwischen ist der Abstand schon auf 3,5 Sekunden angewachsen. Boah, Funkfliegen da. Krass. Bis auf den Zwischenfall heute am Start. Ein sehr vielversprechender Beginn der neuen Saison. Und während Tommy ganz vorne ums Podium kämpft, hat auch unser Ben seinen Top-5-Platz noch nicht aufgegeben. Nach hinten ist bisher alles sicher. Der Abstand zu Jason Krakowiak beträgt mehr als 3,5 Sekunden. Ben setzt da hier Keith Hörner richtig unter Druck. Nach vorn zu den Top 4 verlieren die beiden allerdings auch immer mehr den Anschluss. Wir haben die Jungs hier mal im Bild. Immer noch Rodrigo Miranda auf P2 vor Thomas Silbernagel auf 3 und ganz vorne hier John Stevens. 3,1 Sekunden Vorsprung auf seine Verfolger. Er eröffnet jetzt hier die 9. von 24 Runden. Inzwischen ist auch Miguel Morland wieder auf dem Weg nach vorn. Er ist schon auf P8 angekommen. Oh, mistake from the guy behind me.
Und da sehen wir es, Tommy ist hier unbeobachtet von unseren Kameras an Rodrigo Miranda vorbeigegangen, der jetzt auch um seinen dritten Platz zittern muss, um sich hier gegen Tamás Bartfaj zur Wehr setzt. John Stevens, unser Leader ganz vorn, hat inzwischen über 4 Sekunden Vorsprung. Martin Riesman steht immer noch zum Reparaturstopp an der Box. Mal sehen, ob er noch mal rausfährt. So wie Andrew S. Thomas und Robert Simkins. Mr. Stevens, du also have a fast setup. Und da haben wir es gerade noch im Augenwinkel gesehen. Tamás Bartfaj hat eben Rodrigo Miranda angegriffen. Hier schaltet die Kamera zurück. Wir sehen es hier, ist auch sauber vorbeigegangen. Damit neue Reihenfolge. John Stevens vor Tommy Silbernagel und Rodrigo Miranda, der jetzt allerdings hier angreift und versucht wieder, sich den Platz zurückzuholen. Ein super Zweikampf hier um den letzten Podestplatz. Wie es aussieht, kann Tamás da vorn bleiben. Jetzt gibt es hier den nächsten Angriff außenrum. Kurve 7, wow. Seite an Seite. The guys behind me are fighting. So they lose time. Rodrigo overtake outside, wow. Thomas is excited. He starts Thomas. Und da hat sich Rodrigo den letzten Podestplatz wieder zurückerobert. Toller Zweikampf hier auf ganz, ganz hohem Niveau. Die Jungs lassen sich hier genug Raum zum Überleben. Inzwischen konnte Tommy fast 1,5 Sekunden auf Rodrigo rausfahren. Unser Bayern liegt inzwischen auf P12, ein Top-Rennen. Kämpft hier mit Fabrice Forgeau um P11. Kleber Botaro Mora direkt hinterm Bayern hat es nicht geschafft, ihn zu überholen. Miguel Morland ist endlich durch. Kann jemand sagen, wie fast Miguel Morland ist lapping? Oh, und da geht einer fliegen hier, Don Runkle Jr. Da hatte Russell Hamilton aber verdammtes Glück. Go faster. Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen, was da jetzt passiert ist. Don Runkle Jr. Oh, problem here on this corner is I am in. And Russell Hamilton came around the corner and had a big moment. The thing is, you must not change the gear. No, smooth throttle. Und Rodrigo kann sich jetzt leicht von Tamás absetzen. Wir gehen gleich in die 12. von 24 Runden. Also hat Tamás immer noch die Hälfte des Rennens Zeit, um das Ergebnis zu drehen. Sector 1. Half a second, I'm losing in on the straight. Und so wie es aussieht, hat Tommy auch den Gesamtsieg hier noch nie abgeschrieben. Miguel Morland auf seinem Weg nach vorn ist inzwischen an Jason Krakowiak dran. Den wird er über kurz oder lang auch überholen, bin ich mir ganz sicher. Manning Grinham muss da immer mehr abreißen lassen, der ist jetzt schon 4 Sekunden zurück. Er hat allerdings auch gut Vorsprung auf Tim Schulkraft auf P10 und da fehlt mir doch einer. Hier fehlt Fabrice Forgeau. Und auch Zade Dalton ist da zurückgefallen. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Während John Stevens Vorsprung jetzt so langsam schmilzt. Hi Helmut. Tommy kämpft sich da Zehntel für Zehntel wieder nach vorne ran. Hallo Helmut. Gerade im Rennen? Ja. Hi Helmut. The Curb of Death. The return of the curb of death, bomb with impact. Oh, Fabrice Forgaert. And directly behind Fabrice, the next one crashes. Halbzeit müssen wir jetzt haben. Halftime. The second one. That must have been me. He was chasing. I think that happened behind me. Mr. Dalton. Oh, oh, oh. Oh dear. Da hat der Körb des Todes mal wieder seinem Namen alle Ehre gemacht, obwohl es heute lange ruhig war an der Stelle. Ihr wisst, das ist einer der Hotspots für Unfälle hier in Watkins Glen. Körbs vertragen diese Fahrzeuge überhaupt nicht. Und jetzt hat Tommy hier die bisher schnellste Runde des bisherigen Rennens hingelegt und schon wieder fast 1 Sekunde runtergehobelt. Slipstream, den Schatten. Perfekt. Sehr, sehr schön. Da hat unser Tommy jetzt hier zur Mitte des Rennens noch mal den Turbo gezündet. Oh, why does he lift? Andrew versucht da nach dem vermasselten Start auch nur irgendwie das Rennen vernünftig nach Hause zu bringen. Du hast schon fast eine Sekunde aufgeholt. Ein bisschen mehr als 11 Runden haben wir noch auf der Uhr stehen. Das ist noch ein ganz schön langer Weg. Maybe in the end of the race he's struggling with his tires.
Ah, could be, yes. I hope you are not. Ja. Und da hoffe ich mal sehr, dass wenn Tommy dieses sensationelle Ergebnis ins Ziel bringt, Bayern P11, er auch Feuer fängt und die ganze Saison dran hängt, um wieder mal um den Titel mitzukämpfen. Das wäre sehr, sehr schön. Und natürlich würde das besonders unsere Zuschauer freuen, wenn einer unserer Jungs hier um den Titel mitkämpft. Ich hoffe mal, dass vielleicht auch Ben da vorne mit eingreifen kann. Ben ist also in a good position for P5. Oh, be careful. Unser Ben liegt ja hier auch noch aussichtsreich auf Position 6. Da ist vielleicht auch noch ein Top-5-Platz drin. Nach dem Aufstieg von unserem Champion Björn und Vize-Champion Rowley, denke ich mal, ist Miguel Morland diese Saison als Top-Favorit gesetzt. Ich hoffe mal, er bekommt ein bisschen Konstanz in seine Saison. Er hat ja heute schon gleich mal das erste Quali in den Sand gesetzt. Aber man sieht deutlich, er ist hier einer der schnellsten heute im Feld. Während hier vorne der Vorsprung unseres Leaders John Stevens immer mehr schmilzt, der beträgt nur noch ein bisschen mehr als 2,5 Sekunden. 10 laps left. A lot of time to make mistakes. Die Turner hier auf P5 kann sich jetzt ein kleines bisschen von unserem Ben absetzen. Die Jungs überrunden jetzt hier Andrew S. Thomas. Ui, und da macht Heat einen Fehler. Ein kleiner Ditcher in die Mauer und Ben ist da durchgeschlüpft und hat auch gleich einen Vorsprung von fast einer Sekunde rausgefahren. Da hat Keith aber nochmal Glück gehabt. Keith kissed the wall. Und da hinten hinter Andrew S. Thomas sehen wir es schon. Da kommt Miguel Morland mit riesen Schritten angebraust. Ist da längst an Jason Krakowiak vorbeigegangen. Er hat ja auch letzte Runde die schnellste Runde des bisherigen Rennens hingebrettert. So, Mr. Scott Coulter, I need some. Unser Tommy sucht dringend nach Windschatten. Der Abstand nach vorn beträgt immer noch mehr als 2 Sekunden. Come back to me, yeah, I'll give you some. Unser Ben liegt ein bisschen mehr als 3 Sekunden hinter Tamás Bartfay auf P4. Much appreciate that, Ben, but no. Und von hinten kommt ja auch noch Miguel Morland im Sauseschritt angebraust. Ah, Mr. Coulter is doing a well job. Und da kann man jetzt schon sagen, aus unserer Sicht ist das heute hier ein mehr als gelungener Saisonauftakt. Oh, you idiot. Ah ja, jetzt verliert Tommy wieder ein paar Zehntel. 600 i-Rating. he pulls the brake like like an anchor. Rodrigo has behind you, Tom has the same problem. Scott Coulter, unser Rookie hier, versucht da vorsichtig zu machen, aber er kann sich ja auch nicht in Luft auflösen. I think Scott is a little bit nervous when the frontrunner came. Yeah. Scott kann zwar die Pace von vorne nicht mitgehen, zeigt aber hier trotzdem ein relativ vernünftiges Rennen. You don't know what she's gonna do. Wir haben ja alle irgendwann mal angefangen. Okay. Und grobe Schnitzer oder Unfälle habe ich von ihm bisher nicht gesehen. Und da ist auch jetzt Tamás Bartfay von hinten aufgelaufen und wird über kurz oder lang vorbeigehen. Oh, hier hat er aber einen bösen Rutscher hier gehabt. Nochmal top abgefangen hier. And Tamás, like all the world. Wow. Das war ganz schön knapp jetzt hier. Da musste Tamás hart in die Eisen steigen und sofort ist Ben von hinten dran. Ben, be careful with Scott Coulter. Scott ist da sehr, sehr unsicher und er hat einen Bremspunkt jenseits von Gut und Böse. Crazy guy. Nice, he's a beginner. Dadurch hat Tamás natürlich nach vorne massiv an Zeit verloren. Mehr als 5,5 Sekunden beträgt inzwischen der Abstand nach vorne zu Rodrigo Miranda. Holland, fastest lap. Und ihr habt gerade vom Tommy gehört. Miguel came from last place. Miguel Morland dreht da wieder gewaltig auf. Ich denke mal, hätte Miguel Morland die Qualifikation nicht in den Sand gesetzt, er hätte heute um den Sieg mitkämpfen können, bin ich mir ganz sicher. Und während John Stevens hier vorne, unser Leader, seinen Vorsprung wieder leicht ausbauen kann, but John Stevens last lap, half a second faster than hat man im hinteren Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Yes, because of the slow guy. Martin Raceman here again with oh no, that hurts. That happened just after he unlapped me and scared the crap out of me. I need to send a message later going, it's okay. Tamás lost a lot of time. Oh, and Ben.
Oh, und da hatte auch Ben ungesehen von unseren Kameras einen kleinen Wackler und ist wieder hinter Keith Hörner und inzwischen Miguel Morland zurückgefallen. Let's try to be quiet and concentrate. Und Jason Krakowiak hier auf P8 ist jetzt der Nächste, der an Scott Coder vorbeigeht, aber das völlig problemlos diesmal. Jason hat nur noch ein bisschen mehr als anderthalb Sekunden Rückstand auf unseren Ben. Und hier hinten unser Byron hat Martin Riesman im Schlepptau. Tim Showcraft P10 direkt vor ihm, ungefähr 12,5 Sekunden weg von unserem Byron. Auch ein neuer Name in der Serie hier. Tim Showcraft höre ich hier zum ersten Mal. Zeigt hier aber ein sehr, sehr solides und sauberes Rennen auf dem letzten Top-10-Platz. Mal schauen, ungefähr 6,5 Runden haben wir jetzt noch zu gehen. Wir befinden uns gerade in Runde 17 und vielleicht ist ja sogar für unseren Byron heute noch ein Top-10-Platz drin. Das wäre absolut super. Nächste Woche sind wir dann in Zolder zu Gast in Belgien. Auf dem Kurs waren wir schon lange nicht mehr. iRacing hat da vor kurzem erst die Grafik general überholt und da bin ich mal gespannt. Jetzt geht hier Miguel Morland an Keith Hörner vorbei. Damit Miguel weiterhin auf dem Weg nach vorn ist, jetzt schon in den Top 5 angekommen und das von ganz, ganz hinten. Eine sensationelle Pace. Und ich denke mal, Tamás Bartfaj auf Rang 4 ist da auch noch in Reichweite von unserem Miguel. So wie es aussieht, kontrolliert John Stevens das Rennen vorn. Oh, das ist hart. Schwer ranzukommen da. Und er scheint auch seine Reifen ganz vernünftig im Griff zu haben. Aber auch P2 wäre hier für den Saisonauftakt ein Hammerergebnis. Das letzte Viertel des Rennens ist angebrochen und Tommy liegt da in einer sehr komfortablen Position. Denn auch nach hinten zu Rodrigo ist der Abstand groß genug. Das ist gar nicht so weit weg. Wieder einstellen. Unser Ben hat inzwischen ein bisschen den Anschluss nach vorn zum Keith verloren. Ihm fehlen da schon 2 Sekunden, während Keith hier immer noch Miguel Morland verfolgt. Ein klitzekleiner Fehler so und er ist weg. Oh, und Tamás direkt vor Miguel, der wird jetzt auch öfters mal in den Rückspiegel schauen. Ja, das stimmt, ja. Der Rodrigo hinter mir, der lässt sich auch nicht abschütteln. Martin Riesman liegt da zwar Runden zurück, ist aber wesentlich schneller als Kleber Portaro Mora, der ihn auch hier vorbeilässt. Inzwischen musste Kleber auch nach vorn zu Byron abreisen lassen. Fuck, fuck! Hallo? Ich war kurz weg. Oh, Schock, schwere Not und Herzinfarkt. Ich war kurz offline, ich bin erschrocken. Ein kurzer Aussetzer in der Internetverbindung, zum Glück kurz genug. Ich bin noch da. Ja, I was offline. Ja. But I'm still racing, everything is fine. Good. Sorry. Load odds. Währenddessen hat man im Hinterfeld wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Scott Coter. Sorry, Mr. Coter. Oh, no. Mr. Schütter. Sorry, Mr. Scott loses his car on the curb and crash into the wall on the other side. Scott Coter verliert da auf dem Curb sein Fahrzeug und kracht gegenüber in die Mauer. Das Fahrzeug ist Schrott. Five laps left. Inzwischen hat Miguel den Rückstand zu Tamás fast zugefahren. Und es gibt jetzt hier am Schluss nochmal einen richtig heißen Tanz um P4. Rodrigo behind you has now the fastest lap of the race. Ja. And Miguel Morland has on P5. He's right behind Tamás. Und Miguel Morland hat jetzt hier die nächste schnelle Runde nachgelegt. Miguel Morland would have qualified. I think he would have won this race. John Stevens hat immer noch genug Vorsprung auf Tommy und Rodrigo. Und wir sehen es hier, Miguel ist jetzt richtig dicht dran. Knapp 3,5 Runden hat Miguel noch Zeit, um das Ergebnis hier zu drehen. Aber ich denke mal, Tamás als ehemaliger F2-Champion lässt sich hier auch nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen. Ganz hinten am Ende des Feldes hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Martin Riesman again.
Martin, today he smoked too much, I think. Yeah. Before the race. He... Oof. Yeah. Oof. Oh, the car is... Ah, he needs to put his wheel back. Den Saisonauftakt hat sich Martin, glaube ich, auch anders vorgestellt. Hier vorne, Miguel macht jetzt richtig Druck auf Tamás, der lässt sich bisher aber noch nicht ins Boxhorn jagen. Bei beiden dürften jetzt auch so langsam die Reifen in die Knie gehen. Schauen wir mal, wer besser mit seinen Gummis umgegangen ist heute. Unser Bayern hier hat heute auch ein absolut fehlerfreies Rennen. Schade, dass er am Anfang diesen kleinen Zwischenfall hatte, wer weiß, was da drin gewesen wäre. Aber wie immer hätte, täte, wenn und aber. Jetzt heißt es für alle unsere Jungs, das Rennen vernünftig zu beenden. Wenn wir das hier alle so ins Ziel bringen, wäre das ein mehr als solider Auftakt für unsere Jungs. Close Racing, P4, 5, 6 und 7. Ja. Miguel hat da immer noch keinen Weg an Tamás vorbeigefunden. Scheinbar hat Tamás hier ein Setup mit sehr wenig Flügel gewählt, denn hier auf der langen Geraden hat Miguel keine Chance, an ihm vorbeizugehen. Obwohl die Backstraight eigentlich für Überholversuche prädestiniert ist. Und so langsam geht Miguel jetzt hier auch die Zeit aus. Ungefähr 2,5 Runden hat er noch. Und auch hier im Mittelfeld gibt es jetzt nochmal eine Positionsverschiebung. Tim Showcraft ist an Manning Grinnen vorbeigegangen und hat sich somit auf P9 geschoben. Ich denke mal, Manning Grinnen wird ja jetzt auch mit seinen Reifen ein paar Probleme haben. Ein unauffälliges, aber mehr als solides Rennen hier von Tim Showcraft, aber auch von Manning Grinnen. Wow, Rodrigo is going. Getting closer and closer. So kurz vor Schluss haben wir hier überall noch zwei Kämpfe im Feld und auch unser Ben muss da noch zittern. Jason Krakowiak ist da gar nicht so weit weg. Miguel hier findet einfach keinen Weg an Tamás vorbei. Die Jungs gehen jetzt in die 23. von 24 Runden. Also wie gesagt, viel Zeit hat Miguel da nicht mehr. Ich hoffe, er packt hier nicht die Brechstange aus. Runner is very fast. Und auch Rodrigo direkt hinterm Tommy gibt da nochmal richtig Gas. Eine schnelle Limo hinter dir. Das ist letzte Runde eine halbe Sekunde schneller gefahren als unser Tommy. Und wir hatten im hinteren Feld nochmal einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt nochmal hin. Fabrice Forgerat again. Ui. He loses his car again and spin. Oh, 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 oh. Could be lucky. Fabrice verliert hier auf dem Körb nochmal sein Fahrzeug, rodelt gegen die Streckenbegrenzung, kann aber einen harten Einschlag verhindern. Tommy verwaltet seinen Vorsprung nach vorne und hinten. Weit ist es nicht mehr. Und hier Miguel findet einfach keinen Weg an Tamás vorbei. Die Jungs gehen gleich in die letzte Runde. Oh, oh, ich denke mal, Tamás wird da auch froh sein, wenn dann endlich die schwarz-weiß karierte Flagge fällt. Miguel versucht sie an allen Ecken und Enden, aber Tamás macht da geschickt überall die Wege dicht. Ein spannender Zweikampf hier kurz vor Ende des Rennens. Und da ist die weiße Flagge auch schon draußen. John Stevens hat ja die letzte Runde eröffnet. White Flag. Und da hören wir auch Tommys erlösenden Seufzer. Eine Runde hat er noch. Ich denke mal, die wird er mit Bravour meistern. Er ist ja nicht ohne Grund hier Meister in der Serie geworden. Inzwischen haben die Jungs hier vorne einen mehr als soliden Vorsprung nach hinten. Es sind inzwischen über 10 Sekunden zu Tamás Bartfay und Miguel Morland, die immer noch um P4 kämpfen. Wir sehen es hier schön, Rodrigo ist da viel zu weit weg, um da nochmal einen Angriff zu starten. Ich denke mal, die Jungs werden das Ergebnis so nach Hause fahren. Ganz anders bei den beiden hier. Und hinter Miguel ist ja auch noch Keith Hörner in Reichweite, der da nur drauf lauert, um eventuell da noch was abstauben zu können. Die letzten Meter für unsere Jungs hier vorn. Ein super Saisonauftakt. Für unsere Jungs, aber vor allem natürlich für John Stevens, der hier das Rennen anführt und auch gewinnen wird. Oh, I can touch him. Ich denke mal, jetzt hier in der letzten Runde wird John auch ein bisschen seine Reifen schonen. Er hat ja genug Vorsprung. Nur noch ein paar Kurven und dann sind wir im Ziel.
Am Schluss hier ist das Führungstrio noch mal ganz dicht zusammengerückt. Oh, und da hat Rodrigo noch mal einen bösen Rutscher gehabt. Den Slide hat Rodrigo aber meisterlich abgefangen. Platz 3 gerettet, aber jetzt erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, John Stevens. Oh, what the fuck! Congrats, John Stevens, and congratulations, Tommy. Und da kommt auch Rodrigo Miranda über die Ziellinie. Tommy, fastest lap. Hell of a drive, man. Congratulations to Q1. MP3. And also Rodrigo, that was close in the end. He really scared me. Oh, und Miguel Morland ist in der letzten Runde noch ausgefallen. Oh, man. Ben at P7. Er ist mit Tamás aneinander geraten, der allerdings das Rennen beenden konnte. And Byron P11. Not yet. After that starting incident, it was a cool race for me, Ben. I know I messed up there. Sorry. Come on, Ben, I'm waiting for you. Andrew was the guy who made the mistake in the on the start. Oh, I'm coming. I stopped. P1, turn one. Who was it that hit me, though? John Stevens was out of fuel. Two laps more. We must come on, take a Byron. Look, Byron. Cheers, guys. Enjoy that. P10, Byron. P10. Yeah. We have the top 10 place. Congrats. Oh, thank you. That's awesome. Who did I beat? I don't know. I'm. Ben, wait. We must take for a look. For Byron. Miguel. Oh, I passed you. Sorry. What does Miguel done? Don't know. He was on P5. Oh, is he the guy that's lost it in the last two corners? Oh, really? There's a car flipping upside down. That's really well. Wait. Tommy, do you want me in the middle? Left, right? Oh, Tommy middle, you take the left. Guys, it was an awesome start in the season. Not bad. Better result than I thought I was gonna get. Yeah. Okay. We will check the incident. Yeah. On replay. In a couple of minutes. Oh, a tough race, guys. The start. There was one guy. I forgot his name. He had such a fast setup. But in the end, is it Tomás Bárfai? Yes, Hungarian, I think. Tamás. A hund. Very well done, guys. A hund. Yeah, and I was on the community setup from JDS, Jack David Spickett. Yeah. I've added some few, yeah, because maybe I shift a little bit later than him, so my fuel consumption is higher than this one. Well, I used Mr. Freckleton from two seasons ago. I used a new one. Oh. And boy, did my car stick in the corners. I was having a lot of fun with that setup. Got a few uptakes as well. Yeah, I think he said he upped the downforce. Improved the downforce a little bit from the one I got, but I just was used to my one, so I didn't want to change it. Okay, here Martin is asking why I didn't crash when the internet was away. The time okay, was, I'll be right back in 1 minute. The time was not enough. I'm in. Oh, yeah, das Ding ist, also man hat so ein paar Sekunden, hat man Zeit. Also ich schätze mal, so ich glaube so 5 Sekunden oder was kann man, glaube ich, verschwinden. Buffering. Ja, dann wird es gebuffert so und ja, wenn es dann aber nicht wiederkommt, dann landest du dann in der Box. Bei mir ist das dann so gewesen, dass ich dann quasi nur noch meine Autos gesehen habe hier in dieser Anzeige, in dieser Relativanzeige hier, die ist halt hier so. Standings, da waren alle weg, da habe ich nur meinen Namen gelesen und da habe ich schon gedacht, so wieder so, das war mal eins meiner Kinder oben das Internet neu gestartet, weil TikTok langsam läuft oder so.
Okie dokie, guys, I will say goodbye to our viewers. Was an awesome start in the new season. Ja. Thank you for that performance to all of us. Especially Tommy. Ja, when Björn is not here. You must holen die Kohlen aus dem Feuer. ich muss holen die Kohlen, The coal, you must take the coal out of the fire. Okay, but John is it correct, Byron? Ah, Byron is smoking, I think. Okay, then we say goodbye and till next week. Ciao, ciao. Till next week. Bye bye. Unsere Jungs eigentlich nicht laufen können. Ein Podiumsplatz und zwei Top-10-Plätze, das macht doch Lust auf mehr, würde ich sagen. Denke ich mal, da freuen wir uns schon alle auf das nächste Rennen nächste Woche. Würde ich mal sagen, verabschiede ich mich mal an der Stelle. Bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's alle gut!
by John, congratulations to Watch. And also Rodrigo, that was close in the end. You really scared me. I've been very stolz, when you tried that. Congratulations, how are you? Yeah, I'm really sorry about the start, guys. I know I messed up there. Sorry. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.